Wie du mit der Erstellung von 3D-Modellen für Wohnungen oder Häuser Geld verdienen kannst, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin Immobilieninvestor hier an der Ostküste der USA in Philadelphia. In unserem Business mit Investoren, Mietern und auch Handwerkern bei Renovierungen zum Beispiel setzen wir verstärkt auf den Einsatz von diesen 3D-Scans und dieser 3D-Technik. Nicht erst seit, du weißt schon, sondern bereits lange davor. Also das ist damals noch eine neue Technik gewesen, inzwischen ist es sehr etabliert. Wir haben auch eine gewisse Erfahrung damit gesammelt. Ein ganzes Video, wie solche 3D-Touren komplett erstellt werden, was da zu beachten ist, das verlinke ich dir jetzt hier oben, findest du aber auch als Link in der Beschreibung unter dem Video. Einfach mal anschauen. Kommen wir aber jetzt zu der Frage, warum du eigentlich noch dieses Video schaust und nicht schon weggeklickt hast. Wie kannst du mit dem Einsatz dieser Technik und diesen 3D-Modellen Geld verdienen? Auf geht's! Hier an der Ostküste in Philadelphia kosten professionelle Fotos so zwischen 300 und 800 Dollar pro Einsatz, also je nach Größe des Apartments oder des Hauses und nach Entfernung zum Beispiel zum Stadtkern oder vom Fotografen, je nachdem variieren da die Kosten. Aber 300 bis 800 Dollar ist so ungefähr, das ist der Schnitt. Und wenn du es jetzt mal durchrechnest, ich habe dieses eine Apartment von 1200 Square Feet, also ca. 100 Quadratmetern, in unter 15 Minuten komplett gescannt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du das Vollzeit machst und hier einfach nur rumfährst, du schaffst ja locker mindestens 4 Objekte pro Tag. Rechnen wir einfach mal konservativ und setzen Kampfpreise an. Eingangs habe ich erwähnt 300 bis 800 Dollar. Wir rechnen mit 300 Dollar. Wir machen Kampfpreise, 300 Dollar bieten wir jetzt 3D-Scans an. Und es dauert keine 15 Minuten, also schaffst du mindestens locker 4 pro Tag. 4 pro Tag und 7 Tage die Woche. Hier gibt es keine Limits, das liegt an dir. Und diese 7 Tage sind durchaus realistisch, denn am Wochenende ist hier in den USA, in jedem Bundesstaat, Hochsaison bei Immobilien. Besichtigungen, Ausschreibungen, Fotografieren, alles da. Da sind die Häuser leer, beziehungsweise die Leute sind dann für diese Zeit eben nicht im Haus. Und da ist Hochsaison für Fotografen. Also, aber ich sagte ja, wir rechnen konservativ. Es gibt hier eine Hochsaison für Immobilien. Das ist so von März bis Juni in den Normalzeiten, nicht wenn ist. Also März bis Juni ist absolute Hochsaison. Aber auch in der Nebensaison für Immobilien geht es rund auf dem Markt. 7 Tage die Woche. Und was habe ich davon? Ich lebe in Europa. Sagen wir mal, du lebst in Deutschland. Gibt es in Deutschland keine Immobilien? Gibt es keine Vermieter? Gibt es keine Hausverwaltungen? Doch, na klar gibt es die. Denk mal drüber nach. Das sind alles deine potenziellen Kunden, wenn du mit diesem Business anfangen möchtest. Die musst du nur erreichen. Du musst dir nicht viel investieren, also nicht viel Geld. Was du hingegen investieren musst, ist Zeit. Zeit, um dir einen Namen aufzubauen, um ein Portfolio aufzubauen von Referenzobjekten, die du zeigen kannst und natürlich um Kunden zu finden. Das ist der Invest in diesem ganzen Business Case, nicht das Geld. Also, nimm dein Telefon in die Hand und ruf einfach mal ein paar Handwerker, Hausverwalter oder Makler einfach an und biete denen an, kostenlose 3D-Touren zu erstellen. Ja, hast du richtig gehört. Kostenlos. Denn du willst was von denen, nämlich Referenzobjekte. Du willst Erfahrung sammeln und du willst sehen, wie deine Kundschaft tickt. Also, die ersten Bilder sind alle kostenlos. Und deine Kunden erkennen den Mehrwert und die rufen dich dann auch wieder an, wenn es neue Objekte zu fotografieren gibt, beziehungsweise neue Häuser, die auf den Markt kommen. Und dann brauchen sie natürlich wieder deine super Fotos, weil sie wissen, bei dir gibt es gute Fotos, die sind schnell und die sind kostengünstig und 3D, das gibt einen Mehrwert. Das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Ja, und wenn sie gar nicht mehr anrufen? Egal, es gibt genügend andere. Du musst das nicht gleich Vollzeit betreiben, weil du hast auch gar keine Kunden. Also es ist ein super Nebenjob für den Anfang. Bau dir einen Namen auf, bau dir einen Kundenstamm auf. Mit diesem Namen und dieser Reputation kommen dann immer mehr Aufträge. Ganz logisch, denn die Leute wissen, was sie bei dir bekommen. Wir arbeiten mit verschiedenen Freelancern. Einige sind schon länger dabei, einige werden einfach immer wieder neu angelernt. Ist aber auch nicht schlimm. Hey, ich bin gar kein Fotograf. Weder ich noch die Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ausgebildete Fotografen. Keine Angst, musst du auch nicht. Das macht die Software. Wir arbeiten mit Matterport und die braucht folgende Voraussetzung. Du gehst in die Objekte rein, machst alle Jalousien hoch, alle Rollos hoch und machst alle Lampen an. Fertig. Den Rest macht die KI, also die künstliche Intelligenz der Software. Die rechnet das zusammen. Da brauchst du keine große Fotografenausbildung. Das macht die Kamera und die Software in Kombination. Ganz einfach. Keine Angst. Wenn du jetzt Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Und das ist auch schon alles. Du brauchst neben der Software und der Kamera am besten noch ein Stativ. Ich empfehle da so ein Einbein-Stativ. Diese drei Beine, die sieht man dann immer auf dem Scan. Das Einbein wird komplett rausgerechnet. Das heißt, du siehst da gar nichts davon auf dem Scan. Gibt eine höhere Qualität und so einen kleinen Touch. Kamera, Stativ, Software und Like-Button drücken, nicht vergessen.
Das ist alles, was du brauchst, um damit Geld zu verdienen. Dann musst du nur noch deine Kundengruppe antelefonieren, Referenzobjekte erstellen, kostenlos und los geht's. Du kannst mit deinem Handy loslegen oder so eine kleine Kamera hier kaufen. Und mitsamt Stativ kommst du dann nicht über 500 Euro. Wow, das ist ja weniger, als ich in meine PlayStation 5 investiert habe. Richtig, und die PS5, die verdient für dich kein Geld, so eine kleine Kamera hingegen schon. Wenn du hier kreativ bist, fallen dir sicherlich noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten ein, wo so ein 360-Grad-Scan einen Mehrwert bieten kann. Fang klein an und schau einfach, wie du damit klarkommst und was genau deine Kunden wollen und was denen einen Mehrwert bietet. Da braucht es keine großen Investitionen, um loszulegen. Und dann kannst du ja mitwachsen. Das heißt, du kannst dann, wenn du mehrere Kunden hast, in die große Kamera investieren. Wir haben das auch noch nicht gemacht. Wir brauchen die großen Kameras eigentlich nicht, weil die Qualität der Aufnahmen ist super. Aber es ist fast schon zu viel für ein normales Miethaus. Also von daher, da ist ein Aufwand-Nutzen-Problem. So viel von mir. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.